Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir sieht ihr den Benny und an meiner Seite die Nike. Wie angekündigt ist hier jetzt der zweite Teil von unserer kleinen Reihe über die E3. Und zwar wollen wir euch einfach mal so die Spiele erzählen, die uns noch so aufgefallen sind. Zusätzlich zu unseren Highlights natürlich. Genau, die Highlights, die wir bisher besprochen haben, findet ihr oben in der Ecke. Also, verpasst nicht die Highlights. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, seht euch direkt hier nach noch die Highlights an oder beides gleichzeitig, wie ihr wollt. Genau, aber da gilt zu sagen, bei dieser Liste an Spielen geht es auch erstmal nur bis Sonntag. Montag und Dienstag kommen dann in einem anderen Video. Genau, denn die E3 läuft noch jetzt derzeit, wo wir hier am Filmen sind. Genau. Und da kann sein, dass noch das ein oder andere Bonbon auftaucht. Mal gucken. Mir ist aufgefallen, Jurassic World Evolution 2. Jurassic World Evolution habe ich letztes Jahr über Games with Gold runtergeladen bei der Xbox. Also kostenlos, wenn man Xbox Gold hat. Und es war ziemlich cool gewesen. Also das hat mich an dieses alte Operation Genesis erinnert, was es mal auf der 360, nee, auf der ganz normalen Xbox noch gab. Und es ist einfach Saurier, Jurassic Park. Man hat diese Musik von Jurassic Park und kann Saurier forschen, seinen Park bauen. Es ist sehr cool. Also sehr gut, dass es weitergeht. Es soll dann sogar Flugsaurier geben, oder? Haben die nicht irgendwas gesagt? Ja, dass es gibt irgendwelche neuen Saurier. Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr. Also es gab sehr viele, wer damals dieses Operation Genesis, das war uralt, auf der normalen Xbox, das habe ich sehr gern gespielt da und sehr oft und auch auf der 360 noch eingelegt und immer mal wieder so einen Park gebaut, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe immer gedacht, warum bringen die kein neues davon raus? Mhm. Und als dann Jurassic World in die Kinos kam, war es endlich soweit, Jurassic World Evolution kam raus und man konnte wieder einen Park bauen und ach, John Hammond und Musik. Diese coole Jurassic Park Musik einfach. Also, zweiter Teil. Ist doch auch ein ganz heißer Tipp für so nebenbei zum Zocken, ein bisschen Strategie. Ja, ich habe noch etwas und zwar ist das vom Publisher Koch Media, Echoes of the End hieß das, gell? Ja, kann sein. Wenn das nicht so heißt, dann schreiben wir euch das hier unten rein. Aber das, man hat eben halt nicht viel gesehen, um was es da eigentlich geht, aber ich fand es von der Aufmachung her und von den Details und sowas, fand ich es recht interessant. Also das war irgendwie nur so ein... Da hat man drauf geguckt und es war interessant. Welches war das? War das das mit den zwei Kindern? Nee, das war was anderes. Das, was ich meine, ist das mit dem Mädel gewesen. Die da auch. Ach, so Bramble the Mountain. Genau, das war das mit dem Horrorzeug da. Ja, ja, also es sah halt interessant aus. Ob es jetzt wirklich so interessant bleibt, weil es ist ja nur. Ja. Ja, es war ja nur ein kurzer Sneak Peek, sag ich mal, zu dem Spiel. Ja. So. Ich habe noch Anna Cruises. Anna Cruises ist praktisch Left 4 Dead mit Aliens. Also das sah ziemlich genauso aus. Da war so ein Trailer, man hat gesehen, wie die Gruppe so zusammenbleibt und rennt. Hm. Und dann so Herden von Aliens kamen, die halt auch die Gruppe trennen wollen. Und wer Left 4 Dead gespielt hat, war ein sehr cooles Spielprinzip. Es war ganz wichtig, immer zusammen zu bleiben, weil sobald einer gestorben ist und man nur noch drei Mann hatte, konnte man es fast nicht mehr schaffen. Zumindest wenn man online gespielt hat und bei den Gegnern Zombies waren. Das war auch damals so cool bei Left 4 Dead, dass man halt, also du konntest alleine zu viert spielen, musstest durch die Level kommen. Du konntest aber auch gegen ein Viererteam von Zombies spielen. Mhm. Und die haben dann so bestimmte Zombies gehabt und versucht, dich zu trennen. Und als Zombie hat es auch total Spaß gemacht, wenn du einen weggeholt hast von denen, weil die mussten sich immer gegenseitig befreien. Du hattest zum Beispiel so einen Zombie, also die Zombieherde kam sowieso und die Überlebenden mussten von A nach B flüchten in so einen Sicherheitsraum. Ja. Und du als Zombie konntest du die dann angreifen. Und da hast du zum Beispiel so einen Zombie gehabt, der hatte so eine ganz lange Zunge und der konnte den dann so um den Hals und hat den dann so festgehalten. Und da musste jemand von der Gruppe kommen, musste die Zunge so abschneiden und den retten, sonst war der tot. Und wenn die wirklich zusammengeblieben sind, dann ging's. Aber sobald sich einer von der Gruppe getrennt hat und das Zombie-Team hat sich den geschnappt und hat den gekillt, dann war es sehr schwer, weil zu dritt gegen vier Zombie-Spiele plus die Zombie-Herde, die sowieso ankommt, ist fast nicht zu schaffen. So. Und das war immer sehr cool. Wir waren gut als Zombies, wir haben gerne als Zombies gespielt und hatten Spaß. Deshalb sehr interessant, Anna Cruises, sieht ein bisschen, die Grafik sah jetzt ein bisschen komisch aus. Ja, irgendwie. Also das hat mich auch so ein bisschen es war halt sehr bunt, fand ja, ich. Ja, da
fand ich das Left 4 Dead mit den Zombies besser. Es sah etwas komisch aus. Aber könnte interessant sein, wenn man mit den richtigen Leuten spielt. Ja, ich habe als nächstes noch aufgeschrieben Avatar Frontiers of Pandora. Das ist für 2022 angekündigt und es ist recht verwunderlich, dass die jetzt ein Spiel ankündigen von einem Film, der schon extrem alt ist, weil Avatar 2, ist der schon angekündigt? Ich weiß nicht, es war mal im Gespräch, dass vielleicht ein zweiter kommen soll, aber so richtig angekündigt, glaube ich. Ich meine, also der Trailer, der sah schon übelst gut aus und auch von den Lichteffekten her und auch... ich weiß nicht mehr, bei was für einer Szene ich das zu dir gesagt habe, aber das können eben halt nur die neuen Konsolen so richtig wiedergeben, diese Vielfalt an Lichteffekten verbunden mit Buntheit. Ich weiß nicht, wie ich sonst schöne Grafik. Ich habe das bei, die Planeten sind halt sehr bunt. Ja, ich habe das bei Ratchet & Clank gesehen, da hast du so einen Charakter, der ist so komplett aus dem Universum und das hättest du, glaube ich, auf der alten Generation praktisch nicht so gut darstellen können. Und wir machen euch mal den Trailer, wie gesagt, die sind alle unten drin, da könnt ihr mal reingucken. Vielleicht findet ihr ja die Stelle, die ich meine. Das soll wahrscheinlich für alle Konsolen kommen, ja, denke ich mal. Von Ubisoft. Ja, dann ein Spiel, was ich irgendwie ganz interessant war Arietta of Spirits. Und zwar ist das so ein Side-Scroller, kann man nicht richtig sagen, aber das... sieht so ein bisschen aus wie das alte Secret of Mana oder Secret of Evermore. Und es hat auch so ein aktives Kampfsystem oder Zelda-mäßig da auf dem Super Nintendo. Also sieht aus wie so ein gutes altes Super Nintendo-Rollenspiel. Man sieht es so von oben und läuft da so rum. Das sah ganz cool aus eigentlich. Arietta of Spirits. Für die Oldschool-Gamer. Ja, jetzt wo wir gerade da bei den Oldschool-Gamer sind. Ich habe das nur gelesen, aber es soll wohl ein Final Fantasy Pixel Remastered geben. Das heißt, dass die Final Fantasy 1 bis 6 remastern, aber eben halt in dieser Pixel-Grafik. Deswegen könnte ich mir vorstellen, weil die Secret of Mana haben sie auch neu gemacht, Square, plus halt in diesem alten Charme gelassen. Vielleicht machen sie das ja dann mit diesen 1 bis 6 auch. Das wäre dann sicher auch ganz cool, glaube ich, denn das ist so schön. 6 war sehr cool, ja. Und sowas. Weil 6 ja fast so einen richtigen mit Videosequenzen verdient hätte. Weil es auch eine sehr starke Story hat. Wo es 4 auch nicht schlecht war. 4 habe ich auch gern gespielt. Cecil. So. Ja, dann habe ich noch, ach, das kann man weglassen, das war eigentlich komisch. Demon Throttle habe ich mir noch aufgeschrieben. Demon Throttle, ganz kurz, war so ein komisches Spiel, sieht sehr alt aus, wie ein NES-Spiel fast ja, oder so. Ja. Aber was ich an dem Spiel interessant fand, es kommt nur physisch auf den Markt. Also es kommt nicht als Download-Version, es ist für die Nintendo Switch und es wird es nur so geben und das fand ich irgendwie interessant so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir hole, das sah jetzt nicht ansprechend aus, aber ich fand es irgendwie cool, dass einer sagt, ich bringe das Spiel nur physisch raus, wäre eigentlich nicht was. Ja, aber mich hat es halt auch nicht angesprochen, aber das, also vielleicht ist es ja auch ein Marketing-Gag oder irgendwie sowas und die schieben es dann halt in einem halben Jahr digital nach. Aber dass sich das auch lohnt, für so ein kleines Spiel praktisch, das rauszubringen, das ist schon... Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Publisher dahinter steckt vielleicht. Also nicht. Steckt ja ein großer dahinter. Ja, dann habe ich als nächstes Blacktail. Und das hat mich irgendwie am Anfang gar nicht so interessiert, aber dann, als die gesagt haben, Hexe Baba Yaga, da war ich voll drin. Die Hexe Baba Yaga, die kenne ich noch von früher, von Geschichten. Die hat doch das Haus mit den Hühnerbeinen. Ja, genau. Und da war ich auch irgendwie im Theater und dann hatten sie auch so ein Haus da gebaut. Und das war irgendwie voll cool. Das soll wohl ein... Es sah aus wie ein Action-Adventure-Horror-Spiel, so ein bisschen. Also ja, nicht so einen Bogen geschossen. Ja, sie hat, du bist praktisch die kleine Hexe Baba Yaga und rennst da durch den Wald mit dem Bogen. Und da habe ich mir gedacht, das ist so komisch. Das kann eigentlich nur cool sein. Das soll auch schon Winter 2021 rauskommen und es ist Multiplattform. Also ich glaube, das würde ich mir sogar mal angucken. Dann habe ich noch ganz kurz Guardians of the Galaxy aufgeschrieben. Guardians of the Galaxy fand ich die Filme sehr lustig und unterhaltsam, aber ich habe mir hier dazu geschrieben, wie sehen die aus? Fragezeichen. Ja, das ist halt so ein Problem. Das ist halt, man hat dann doch, klar, im Comic sehen die auch anders aus wie in den Filmen. Aber irgendwie hat mir doch schon so ein... Ja, man ist halt vorbelastet durch die Filme. Ich habe die Comics mir erst später angeguckt und bin daher durch die Filme vorbelastet. Und die sehen halt dann nicht aus wie in den Filmen, sondern anders. Könnte sein, dass die sogar näher an den Comic-Charakteren dran sind, bin ich aber nicht sicher, weil ich, wie gesagt, nicht genau weiß, wie die in den Comics aussehen. Also das fand ich eigenartig, dass die dann die Lizenz nicht haben für die Leute. Aber gut, da muss man wohl jedem Schauspieler Geld geben.
Und da hat man vielleicht auch keinen Bock drauf, wenn man nochmal so ein Spiel raushauen will. Ja, aber Disney ist halt dahinter. Das ist halt auch das Komische. Ja, stimmt. Disney hat doch einen Haufen Geld. Also bei Avengers, da war es auch so. Die sahen alle ganz komisch aus. Beim Avengers-Spiel auch? Ja. Ich dachte, die wären da richtig gewesen. Nee, die sehen immer anders aus. Ach so. Gut, in Amerika ist es auch so, da ist es mit dem persönlichen Dings, wenn du so als Schauspieler so einen Satz gesagt hast in so einem Film, dann kriegst du dafür auch Geld. So, dann kriegst dann immer was. Also wenn wir den praktisch sagen wollten, den Satz, dann müssten wir den Geld zahlen. Nee, wir würden dann immer Geld kriegen. Wenn wir einen anderen Satz sagen von einem anderen Schauspieler und der kriegt das raus. Nee, aber wenn der jetzt irgendwo benutzt wird oder so, der Satz. Oder wenn der Film gezeigt wird, dann kriegen jedes Mal alle von denen wieder Tantiemen, die da ein bisschen was damit gemacht haben. So. Ach so. Also die haben da immer so, vielleicht liegt es daran irgendwie. Ich weiß nicht, bei den Amerikanern ist das komplizierter mit diesem geistigen Eigentum. Ja. Gut, wo wir gerade bei Disney sind, habe ich mir noch aufgeschrieben Sea of Thieves. Das ist so ein Wort, das mir nicht auf den Steam wird. Sag's mal. Sea of Thieves. Ja, ich wollte nämlich vorhin Thie sagen. Sea mit TH, aber es ist ja ein S. Sea of Thieves, glaube ich. Ach, du meinst Sea mit TH? Ja. Hä? Nee, Thieves. Ja, ich habe vorhin sogar Sea. Ich habe vorhin Sea mit TH gesagt. Sea of Thieves. Also, wir bleiben dabei. Sea of Thieves. Fertig. Das ist von Rare. Das hat mich überrascht. Ich wusste gar nicht. Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß, man könnte es mal rumhören. Rare hat damals Donkey Kong gemacht. Ach so. Und GoldenEye und Perfect Dark. Was in meiner Jugend riesengroße Klassiker waren. Also geniale Spiele. Rareware damals. Irgendwann hießen die dann nur noch Rare. Ja. Und Disney ist mit eingestiegen bei Sea of Thieves. Und deshalb gibt es jetzt Jack Sparrow da. Und der sieht auch Jack Sparrow-mäßig aus. Ja. Sieht jetzt nicht unbedingt Johnny Depp-mäßig. Ja. Na gut, also gut, Jack Sparrow sieht halt aus wie Jack Sparrow. Ja. Wenn man sich schminkt und die Haare anklebt, sieht jeder aus wie Jack Sparrow. Na gut, wenn du jetzt ein rundes Gesicht hast, dann wird das nix. Ja, ich nicht? Vielleicht schon mal dich rasieren und dir schön hier Kanten reinmachen. Du musst dann so Dinge drauf machen, weißt du, ja, gell? Dann könntest du dann wie Jack Sparrow enden. Schminke geht alles. Ja. Gut, Disney abgehakt. So, ich habe jetzt noch was. Da habe ich den ersten Teil nicht gespielt, muss ich sagen. Aber da. Ich habe bei dir mitgelesen. Aber da ist schon weg. Das machen wir fertig. Aber A Plague Tale Innocence wurde im Rahmen der Pressekonferenz, sagen wir jetzt mal, von Xbox und Bethesda vorgestellt. Der zweite Teil, also Requiem. Ja, genau das. Requiem heißt, ich wusste mal, was es heißt. Und der erste Teil hieß ja Innocent und das heißt unschuldig? Ja, Innocent heißt unschuldig und Requiem ist so eine Erinnerung oder sowas. Irgend so mit also damals hat es was. Es verschlägt einen zurück nach Frankreich. Die Inquisition ist immer noch hinter denen her und die Ratten werden so mehr. Also so das. Es kommt so einfach so eine riesen Rattenwelle. Ja, genau. Und ich habe das Let's Play geguckt und ich fand das schon sehr interessant. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich das selbst spiele, weil ich nicht so der Mensch bin, der gerne einen anderen Charakter am Rockzipfel hat. Ich hasse das wie die Pest. Und ja, den kleinen Bruder, gell? Ja. Der Hugo. Der eigentlich Hugo heißt. Hugo. Hugo. Genau, das wird auf jeden Fall mit dem Game Pass sofort drin sein. Wird 2022 kommen, kommt aber wahrscheinlich auch, also für die anderen. Also ist Multiplattform auch wieder. Ist nicht an die Xbox gebunden. Ja. Genau. Ich hatte noch ein Funny Game, was ich interessant fand, beziehungsweise war das ein DLC, glaube ich, aber kostenlos hieß es. Okay. Und zwar für den Flight Simulator 2020, der DLC Maverick, also der Top Gun DLC praktisch. Und für jemanden, der in dem glorreichen Jahr 86 geboren ist, in dem der glorreiche Film Top Gun produziert oder erschienen ist. Ja. Also Top Gun 1986 und jetzt Flight Simulator Maverick mit Maverick, a.k.a. Tom Cruise. Sah schon aus wie im Film. Ja. Und ich kenne den Film noch nicht mal. Gooseman ist hoffentlich auch dabei, wobei Gooseman war ja tragisch. Es soll ja Top Gun 2 nämlich rauskommen dieses Jahr. Und deshalb habe ich mir, ich habe nämlich gleich gedacht, wo ich es gesehen habe, oh, bestimmt wegen Top Gun 2 so Promo mitnehmen und so, zack. Ja, Top Gun 2 soll dieses Jahr rauskommen. Ich bin gespannt. Tom Cruise hat sich ja super gehalten eigentlich. Ich muss immer dran, wenn man Tony Cruise sagt, muss man dran denken, dass er so klein ist. Ich weiß auch nicht.
im Flugzeug sehen. Deshalb ist er ein guter Kampfpilot. Vielleicht wurde er deshalb damals für Top Gun genommen. Ist das der Film mit Fischauge? Nee, aber Fischauge ist Alan und Fischauge ist Hot Shots. Die Verarschung davon. Da ist doch auch der Charlie Sheen. Ja, der Harley. Ach, das ist Fischauge. Ja, das ist Fischauge. Und ach so, stimmt, das sind Alan. Die auch schon zusammen. Alan ist Fischauge und Charlie ist Charlie. Okay, ich kenne die Wahl. Topper Harley ist der Charlie da. Ja. Und Top Gun ist der richtige Film. Da ist Tom Cruise. Und Fischauge ist, ich weiß nicht, ob das der Gooseman sein soll. Weil der Gooseman ja drauf geht. Und Fischauge stirbt doch auch, oder das ist doch... Ja, irgendwas war mit dem im Flugzeug, ja. Ja. Und da ist doch auch, der andere ist doch auch böse auf den, weil sein Vater, der abgestürzt ist mit dem Elchgeweih da und dann erschossen wurde. Ja. Und das ist bei Top Gun auch so, da hat er auch so einen Rivalen, den Maverick. Also Tom Cruise ist praktisch Maverick. Ja. Und das war lustig, ja. 80s. Die Musik war genial bei Top Gun. Ich habe noch zwei ganz kleine Spiele. Ich glaube, das eine hast du auch mal aufgeschrieben. Eins habe ich weggestrichen, weil ich es irgendwie doch blöd fand. Ja, da will ich auch noch ganz kurz was dafür sagen. Und ja. Zwar hieß das, ich glaube, das hieß Bramble the Mountain King, oder? Ja. War das? Das war ja, das sah ganz cool aus, das Horrorspiel. Ja, genau. Wo der, da so mit den bösen wo der immer ja, mit dem Messer so... Ja, ein Sidescroller war das, gell? Oder? Ja, so ein Sidescrolling-Horror-Dings 2D. Also das war gelaufen. Das mit den Geschwistern. Ja. Die Hänsel Schwester. Und Gretel, die gehen in den Wald. Ja, stimmt. Also die Schwester ist wohl, oder nee, die Kinder gehen zusammen in den Wald und irgendwie verschwindet die Schwester, gell? Ja, und der Bruder muss sie dann irgendwie suchen. Ja, also die haben ständig nur das hier gezeigt. Gesundheit. Danke. Ständig nur das hier gezeigt, wie sie das Messer. Ja, und dieses Messer so in irgendwas rein und voll blutig war. Das sah komisch aus. Es soll wohl auch Multiplattform sein und es hat mich so ein bisschen an damals... an irgendein Spiel erinnert, was bei der Kellogg-Packung drin war. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da warst du ein kleiner Junge, da bist du in eine andere Welt, weil du warst immer böse, dann musstest du den Schrank, dann warst du in einer anderen Welt und wurdest von so Schattengeistern gefressen. Das war total gruselig. War aber ein Sidescroller. War total gruselig. Da ist mich schon erinnert halt. Und dann habe ich gesehen, hast du aufgeschrieben, habe ich auch aufgeschrieben, Slime Heroes. Ich weiß aber gar nicht mehr, was... Ach so, da warst du der Schleim und das drum. Ja, genau. Weil, das wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Was ist diese... Faszination an Schleim. Wir waren bei Bekannten zu Besuch oder bei Verwandten zu Besuch und da gibt es so ein Schleimspiel, da kaufst du Schleim oder, und dann machst du da einfach nur so und das ist alles mit Schleim und dann kriegst du so Punkte, wenn man den bewegt. Und dann da gab es ja zwei Schleimspiele, die innerhalb der E3 bisher vorgestellt wurden. Einmal diese Slime Heroes da. Slime Rancher. Genau, und Ranger. Oder Rancher. Und da habe ich mich so gefragt, was ist diese Schleimfaszination. Also gut, der Schleim ist so aus der Anime-Welt, glaube ich, und von Dragon Quest. Da gab es immer dieses Schleimmonster. Ja. Und bei Dragon Quest Monsters, da gab es den dann auch. Dragon Quest Monsters habe ich ganz gern gespielt. Und dann ist ja auch sehr beliebt vielleicht dieser Anime, das soll jetzt auch ein Anime kommen, ich weiß nicht, ob er schon da ist, aber ich habe da einen Manga gelesen. Das heißt Reborn as a Slime. Also wiedergeboren. Stimmt, als Schleim, ja. Praktisch. Der so Schleim reden kann, der kommt, es gibt ja diese ganz vielen wiedergeborenen Dinge und der ist halt, der stirbt und wird in so einer Fantasy-Welt wiedergeboren als Schleim. Und dann nimmt er, aber kann der alles aufnehmen und wird übelst stark und irgendwann kriegt er dann so eine Menschenform und der ist halt voll mächtig, der Schleim. So. Also ach Schleims so. Sind ja, weil auch die immer so ein Monster. Kinder haben ja auch immer Schleim in der Hand. Also ja, richtige Kinder. Auch den Nickelodeon-Gag. Oder den Furzschleim. So. Was ist diese Schleimfaszination? Schleim ist cool. Schleim ist eklig. Gut, dann. Schleim abgehakt. Jetzt haben wir was ganz anderes. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Mal, nee, es war nicht das erste Mal, dass es angekündigt wurde, aber jetzt so im Rahmen, dass es eben halt noch lebt. Und zwar Starfield. Ich meine, du hast Skyrim gespielt und Morrowind. Starfield, ist jetzt an Fallout 4. Und Xbox und Bethesda, die haben sich ja zusammengetan und dann haben sie jetzt Starfield announced. Ich weiß nicht, wann es rauskommen soll. Also, es hat wohl einen sehr großen Hype, genauso wie Stalker 2. Aber es ist so an mir vorbeigegangen. Und ich weiß nicht, sagt dir Starfield was? Hast du was mal davon gehört? Weil ich habe es auch vorhin zum ersten Mal gehört. Also, es ist ja praktisch Fallout und Skyrim, also offene Spielwelt plus halt wieder in der Zukunft. Was mich gewundert hat, dass die gesagt von den Skyrim-Entwicklern, da habe ich mich dann gefragt,
haben die dann zwei Teams, eins für Fallout und eins für Skyrim, aber irgendwie sind die Spiele doch sehr ähnlich mit dem Ganzen. Also oder die sind, sagen oder immer, haben die das nur Skyrim, weil das das letzte war, was das die, könnte sein. Ich glaube, ja. Skyrim war nach Fallout. Nee, es gab ja noch Fallout 76, ja, gab stimmt. Ja auch noch. Ja gut, vielleicht haben sie auch zwei Teams irgendwie. Ja, aber... Oder ist Skyrim war jetzt... Hat besser gepasst, ich also, weiß nicht, keine Ahnung. Skyrim mich würde... Gut. Also mich interessiert das nicht so, muss ich sagen. Es sah schon ganz interessant aus, aber ich müsste noch mehr Input dazu bekommen, ob es was ist. Es ist dann halt wieder so ein Spiel, was einen fesselt. Ja, die sind sehr krass, diese Bethesda-Spiele. Die sind sehr heftig mit... umfangreich und die will man auch genießen dann. Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, ob Starfield unter Microsoft, praktisch unter der Xbox, unter den Fittichen der Xbox wirklich so gut wird wie die Vorgänger. Ja. Wie die geistig. Es soll exklusiv sein dann, oder was? Ich glaube erstmal Xbox und PC, also auf jeden Fall kommt es in Game Pass. Also die haben im Rahmen dieser Vorstellung haben die, glaube ich, alle Spiele, die da waren, waren ab Day One im Game Pass. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ob jetzt Starfield auch expandiert auf die anderen Konsolen, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich könnte es mir allerdings vorstellen. Was die Entwickler natürlich auch gern machen, ist, dass sie irgendeinen Trailer zeigen von der Firma und dass dann da steht, irgendwie ganz klein, zeitexklusiv oder dass es überhaupt gar nicht auf anderen Konsolen kommt, dann wird es aber im Nachhinein angekündigt. Ja, sowas. Das kann schon sein, dass durchaus mal die anderen kamen auch auf den anderen Konsolen raus. Kommt halt immer drauf an, was der Entwickler springen lässt. Gell? Von mir aus, ich wäre auch mal wieder glücklich über ein paar coole Exklusivspiele für die Xbox. Von mir aus können sie auch auf allen Konsolen rauskommen. Ich will generell halt gute Spiele, aber wenn die Exklusivspiele, die kommen dann vielleicht auch endlich mal für die Series X raus und dann, weil da ist es noch ein bisschen schwach am Markt, sage ich mal so, mit Exklusivtiteln aktuell. Mhm. Also zumindest, was nur die gehobene Klasse der Konsolen angeht. PlayStation 5 hat mit mehreren Titeln gestartet, es kommen jetzt auch immer mehr, die legen richtig nach. Ratchet & Clank kam raus. Final Fantasy gab es schon, aber Returnal, ja, also die haben da schon ein bisschen was gemacht. Mhm. Und gut, andererseits, wenn Microsoft die Spiele halt ja, die haben mit halt anständigen Patches Ansatz. Versieht ja. Und die dann trotzdem in 4K oder so laufen halt oder halt 60 FPS oder 120 oder was weiß ich, dann ist es natürlich auch was Feines zu lernen. Ja. Weil mich stört es ja nicht, wenn jemand anderes das Spiel auch spielt, dann spielt er es auch. Ja. Aber die müssen ein paar Spiele rausbringen. Ja. Genau. Gut. Aber es sind viele angekündigt, gell? Wenn Halo natürlich rauskommt, dann ist Halo... Wenn Halo rauskommt. Ja, dann gibt es endlich was Exklusives nur für mich. Ja. Das sehen wir dann demnächst. Also ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen. Das hoffe ich auch. Ja. Schreibt gerne eure Impressionen unten rein, falls ihr was von der E3 gesehen habt. Ihr könnt euch gerne auch vom GameStar und so, da haben wir auch reingeguckt und haben uns die Sachen angeguckt. Also die haben schöne Zusammenfassungen über tolle Spiele. Genau. Wir machen euch das auch mal alles mit zusammen mit den ganzen Trailern unten in die Infobox. Natürlich kann man auch die ganzen, Online-Veranstaltungen, kann man natürlich auch nachschauen direkt bei den Entwicklern. Und schreibt euch. Ja. Macht euch einfach ein Bild davon und schreibt uns drunter, wie euch die neuen Ankündigungen gefallen. Und ob ihr Publikum vermisst habt bei den ganzen Ankündigungen. Ja. Ich habe das Publikum total vermisst. Echt? Ja. Ich hasse sowas ohne Publikum. Ich finde das so scheiße. Ich fand das auch scheiße, dass die kein Publikum hatten, als sie die neuen Konsolen vorgestellt haben. Weil so dieses Rumoren und sowas durch die Menge, das sowas lebt doch davon. Ich gehe auch gerne ins Kino. Vielleicht kommt das daher. Ich lasse mich lieber im Kino Bescheid wieder ein. Ja, genau, aber jetzt ist Ende. Jetzt ist vorbei, also bleibt gesund, kreativ und verspielt. Tschüss.